Das Buch erhält von mir 3,5 von 5 Sterne, so. Trotzdem würde ich es aber empfehlen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Caleidra vor, habe ich auf Instagram schon ein paar Mal angekündigt. Das Buch ist von der Autorin Kira Licht. Es ist der erste Teil einer Trilogie und heißt Wer das Dunkel ruft. Erstmal zu den Basics. Das Buch kostet 17 Euro neu. Ich habe es aber, glaube ich, auch noch nicht gebraucht gefunden, weil es einfach noch relativ neu ist. Es gibt es nur in der gebundenen Ausgabe. Ich weiß nicht, ob Taschenbücher geplant sind, aber wie gesagt, es ist noch nicht so lange draußen. Das Ganze gibt es aber auch als E-Book. Zumindest bei Amazon kostet es 6,99 Euro. Und es gibt es auch als Hörbuch. Bei Audible kostet es dann 9,95 Euro. Das ist so der Standardpreis oder eben ein Guthaben. Das Buch hat, jetzt muss ich mal kurz spinksen, 548 Seiten, weshalb ich den Preis auf jeden Fall absolut okay finde. Worum geht's? Die Protagonistin heißt Emilia, sie ist 17 Jahre alt und wenn sie irgendetwas auf der Welt wirklich liebt, dann sind das Rätsel, genauer gesagt mathematische Rätsel. Als sie einen Schulausflug zu einem Museum in Rom, die lebt in Rom, das Ganze spielt auch in Rom, als sie einen Schulausflug ins Museum machen, wird sie eines geheimnisvollen Manuskripts ansichtig, das außer ihr anscheinend niemand lesen wird. Lesen kann. Und kurz darauf wird sie von einer seltsamen Truppe angesprochen, die von Alchemisten und Elementen sprechen und von ihr behaupten, dass ihre Aufgabe ist, dieses spezielle Manuskript zu entschlüsseln. Ihr zur Seite gestellt wird ein weiterer, ein Alchemist, der ihr quasi dabei helfen soll, einfach. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ich muss sagen, die Idee und alles, den Schauplatz und die anderen, Charaktere und so, fand ich alles sehr ansprechend. Die Story an sich, das Magiesystem fand ich nicht nur einfach einmalig wirklich, sondern auch total beeindruckend, einfach weil es entweder darauf hinweist, dass die Autorin ein wahnsinnig detailliertes Wissen über Chemie hat. Oder einfach extrem viel Recherchearbeit erfordert hat. Und das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich muss auch sagen, die Autorin hat es sehr gut verstanden, diese ganzen Dinge wie Elemente, wie die zusammenwirken, was die dann werden und wie, keine Ahnung, welches davon hochexplosiv ist oder keine Ahnung. Die hat es sehr gut verstanden, einem Chemie-Noob wie mir das zu erklären, sodass ich es verstehe und gleichzeitig auch nicht langweilig finde. Ich fand es außerdem ganz cool, mal diese Elemente, die man da so mal gehört hat in Chemie und so, in Aktion zu sehen, also richtig im Kampf angewandt und so. Finde ich echt sehr, sehr geil. Das Einzige, was ich wirklich an dem Buch auszusetzen habe und weswegen es von mir nur 3,5 von 5 Sterne bekommt, ist die Protagonistin. Am Anfang fand ich die ziemlich sympathisch, also man kann sich direkt mit ihr irgendwie connecten, so ganz am Anfang des Buches. Aber sobald sie dann auf diese Alchemisten trifft, hat sie angefangen, mich echt heftigst zu nerven. Und zwar, sorry, jetzt bin ich so voll erhellt von der Sonne, kann ich nichts machen. Was wollte ich sagen? Genau, sie hat mich total genervt, weil sie die ganze Zeit einen auf Dummchen gemacht hat irgendwie. Also keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Die haben versucht, ihr was zu erklären und ich als Leser fand das total verständlich, wie die das erklärt haben. Aber die Protagonistin war immer so, hä? Kannst du das nochmal erklären? So, und du denkst dir, Alter, wir haben es gecheckt. So, ich fand es irgendwie, also klar, ich kann verstehen, wenn die Autorin das vielleicht nutzen wollte, um dieses System näher zu erklären, ihren Lesern. Aber die Protagonistin kam dadurch ziemlich blöd rüber. Und vor allen Dingen fand ich es dann lächerlich, dass sie in einer Szene
hat sie wirklich sich total blöd angestellt und dann fängt sie einen mega Streit an, weil sie ja nicht für voll genommen wird. Und ich denke mir so, Mädel, du stellst die dümmsten Fragen, die man überhaupt fragen kann. Du stellst dich so dämlich an und dann erwartest du noch, dass die Leute dich für voll nehmen? Ich glaube nicht. Das fand ich halt echt sehr, sehr schwierig und hat mir die Protagonistin echt heftig vermiest. Das startete ungefähr auf Seite 50 und hielt an bis Seite 300 und das fand ich echt einfach zu lang. Danach aber, also die letzten 100 bis 200 Seiten, fand ich echt ziemlich geil und das Ende hat mich dann so umgehauen, dass ich mich echt tierisch aufrege, dass ich noch bis April warten muss, bis Teil 2 erscheint. Oder bis März habe ich jetzt das ein bisschen unterschiedliche Daten genannt worden. Auf jeden Fall, ja, war das Ende dann doch wieder so krass, dass ich sehr begeistert bin von dem Buch. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was es angeht. Dieser Mittelteil, den fand ich echt ein bisschen störend und ich habe auch ziemlich lange gebraucht, um das Buch zu lesen. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also die anderen Charaktere fand ich wirklich alle sehr gut ausgearbeitet und es hat mir auch viel Spaß gemacht, über die zu lesen, von denen zu lesen. Es war auch ziemlich viel Humor dabei und es war sehr lustig. Also vom Schreibstil und allem her hat es mir eigentlich echt sehr gut gefallen und es hätte von der Story und allem wirklich heftig gutes Potenzial, wenn diese Protagonistin in der Mitte mich nicht so genervt hätte. Aber das ist meine persönliche Meinung irgendwie. Ich habe bisher auch auf Instagram und so überall nur positive Rückmeldungen zu dem Buch gelesen. Und sonst hätte ein Verlag wie One das ja auch nicht genommen. Man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, dass das Manuskript schon komplett fertig ist, denn Teil 2 erscheint nächstes Jahr im März und oder April. Also Amazon und die Autorin sagen, nee, Amazon und die Werbung hier hinten drin sagen da was anderes. Und Teil 3 erscheint schon im September nächsten Jahres. Also wir haben wirklich nicht lange zu warten. Und ich habe die Cover auch schon gesehen. Könnt ihr einfach mal auf Amazon vorbeischauen. Die sind wirklich sehr, sehr schön auch gelungen. Stimmt, zum Cover habe ich gar nichts gesagt am Anfang. Dann hole ich das erstmal nach. Das Cover gefällt mir echt extrem gut. Es ist super ansprechend. Dieses dunkle Grün mit dem Schwarz und Gold vermischt, finde ich echt sehr, sehr geil. Wir haben den Schriftzug groß in Gold in der Mitte, darüber den Namen der Autorin und im Hintergrund so, keine Ahnung, irgendwelche Zeichen und Kreise und keine Ahnung. Ich finde, das sieht alles sehr mystisch aus. Der Titel und auch die Aufmachung haben mich immer an so ein Kaleidoskop erinnert irgendwie. Aber darum geht es nicht, habe ich herausgefunden. Trotzdem, ich finde es wirklich extrem schön. Genau, soweit also zu Caleidra von Kira Licht. Wie gesagt, das Buch erhält von mir 3,5 von 5 Sterne. So. Trotzdem würde ich es aber empfehlen. Es hat mich, wenn ich es vergleichen müsste, würde ich es mit den Chroniken der Unterwelt vergleichen. Nicht, weil es hier um Dämonen oder sowas geht, aber die Konstellation der Figuren erinnerte mich sehr stark an Clary, die in diese Herondale. Wie hießen die anderen nochmal? Alec. Ja, zu den anderen halt kam. Also die Clary, die halt zu Jace und Alex und so alles da kam. Und Alec, der hieß nicht Alex, Alec und Max und so den allen kam. Und Annabelle, doch, die hieß Annabelle, oder? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Hat mich das sehr an diese Konstellation erinnert, weil es halt hauptsächlich Jungs in diesen Alchemistengruppe gibt und dann ein Mädel, die sich auch so ein bisschen verhält wie Alex Schwester. Und das hat mich wirklich sehr stark daran erinnert. Außerdem hatte ich noch ein zweites Buch oder zweite Reihe, an die mich das erinnert hat. Die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Obwohl es eigentlich nichts mit Zeitreise zu tun hat, fand ich dieses ganze Konzept der Loge und eine Fremde kommt in die Loge, erfährt halt dann alles darüber und so und muss erstmal trainiert werden, ist halt ganz frisch dabei. Das
hat dann doch irgendwie schon gepasst. Ich fand es aber trotzdem nicht abgekupfert. Wie gesagt, eine einzigartige Story und ich freue mich wirklich auf Teil 2, trotz meiner Bedenken hier bei Teil 1. Und Teil 3 natürlich auch. Das nächste Mal, also noch diese Woche, stelle ich euch das Flüstern der Magie von Laura Kneidel vor. Danach in der Woche geht es aber hauptsächlich um Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe und Bücher, die nächstes Jahr so rauskommen. Und ich wollte auch noch so ein Best-of machen, was mir so am allerbesten gefallen hat. Soweit dazu. Wer nähere Infos braucht, einfach mal auf Instagram vorbeischauen. Da poste ich das Ganze auch immer nochmal. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Like oder Kommentar da lasst, wie euch das Ganze gefallen hat. Auch gut wäre, den Abonnieren-Button zu aktivieren und dann die Glocke zu betätigen, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.